Ja, in der heutigen Folge sind wir in der Intonierwerkstatt bei der Firma Fleugels und hinter uns steht wieder mal ein Register aus der Voith-Orgel. Ja, wir haben hier das Nachthorn 8 Fuß aus dem Schwellwerk mit einer relativ besonderen Bauform, mit einem sehr langen Rohr, fast wie eine Rohrflöte, aber besonders lang, mit einem fast kreisrunden Aufschnitt, ohne gedrücktes Labium und es tut der Pfeife gut. Es klingt gut, wie wir gerade schon gehört haben. Sehr grundtöniger Klang. Hier haben wir noch die große Pfeife, das C0 in Zink. Und so, die haben wir jetzt schon restauriert und vorintoniert und der Pfeife wieder den früheren Klang entlockt. Also hier sieht man ganz gut, welche Leidensgeschichte diese Pfeifen hinter sich haben. Wir haben jetzt zum Beispiel die Gamba 8 Fuß mit sehr zerdrückten Pfeifenende, wo die Stimmrolle eingedrückt ist. Insgesamt ist sie auch ein bisschen zusammengedrückt, verbeult. Und wir werden jetzt mal anschauen, wie man die wieder richten kann. Dazu gehe ich an unsere Formen hier. Das sind Stahlformen, wo man die Pfeifen drüber schieben kann, um sie in die runde Form zurückzugeben. Zum Rundieren rollen wir die Stimmrolle ab. Hier haben wir jetzt der Pfeife wieder fast die runde Form zurückgegeben. Man sieht, dass hier auch die Lötnaht aufgeplatzt ist. Das muss jetzt noch nachgelötet werden. Das ist die Lötnaht direkt an der Schnittstelle zwischen dem Zink und dem Zinn der Pfeife. Die meisten Register in der 8-Fuß-Lage in ihrer Orgel sind alle aus Zink gebaut. Man hat nur die Stimmeinrichtung, dazu hat man einen Zinnstreifen eingelötet, um dann hier die Stimmrolle aufrollen zu können. Das gleiche auch am Labium, hier ist auch ein Stück Zinn eingelötet und auch hier sind die Schäden sichtbar an den Seitenbärten, die dann die in den Rollenbart wieder tragen und das muss auch alles noch gerichtet werden. Ja, Sie haben uns jetzt gezeigt, wie die Pfeifen rundiert werden und dann landen wieder viele Pfeifen, wie man hier sieht, in den Regalen. Genau, so ist es. Da werden die bei uns auf so Pfeifenbrettern aufbewahrt und durchlaufen da auch die verschiedenen Schritte der Reinigung, der Restaurierung, der Vorintonation. Hier sind jetzt noch ein paar Lötarbeiten zu machen, aber ansonsten sind diese Pfeifen, die hier in den Brettern liegen, schon fertig restauriert und teilweise auch schon vorintoniert. Und die wandern dann irgendwann bei Ihnen im Montagesaal auf die Windladen, oder? Genau, wenn die Windladen dann fertig restauriert sind, dann kommen beide Sachen wieder zusammen. Also die werden im Montagesaal, dann auch in der Orgel wieder aufrastriert. Jede Pfeife wird an ihren Standort zurückgestellt und wird überprüft, dass sie gerade steht, sicher steht, stabil steht und genug Platz hat, um schön zu klingen. Und wenn alles gut läuft, denke ich, werden wir Ende des Jahres das dann begutachten können. Ja, ich denke, dann sieht man schon, wo die Reise hingeht und wie die Orgel aussehen wird und kann schon die ersten Sachen hören. Okay, danke Ihnen.